Moin Moin und hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Burrito of Doom hier. Ich bin heute hier wieder mit einer neuen League of Legends Pro Spieler Analyse. Heute gucken wir uns Seven Rika an. Das ist SK Rika, der Rika, beziehungsweise der Midlaner von SK Prime, soweit ich informiert bin. Ich hoffe, ich inte jetzt nicht. Jedenfalls ist das mein letzter Stand. Und er befindet sich aktuell auf 1142 LP. Was ihn auf 1147 LP, natürlich, sorry. Was ihn auf Platz 19 der Solo-Queue-Rangliste setzt. Rika spielt hier in diesem Game, in diesem Matchup, Twisted Fate gegen Kassadin. Und ich habe mir das ausgesucht, das Replay, weil ich von Rika weiß, dass er ein sehr, sehr, sehr solider Twisted Fate-Spieler ist. Und ich hoffe, dass wir hier sehen können, wie wir die Karte vielleicht als Midlaner besser ahead bringen können, vor allem wenn wir Global Pressure haben. Das Matchup gegen Kassadin ist eigentlich relativ fein, pre-6. After 6 kann Kassadin nicht halt runterrennen, wenn du nicht aufpasst und nicht ahead genug bist, wie er fast jede Matchup machen kann. Er spielt auf der Top-Lane mit Camille, Ivan Jungle, Lucian und Nautilus Bot. Und wir sehen ja bereits einen kleinen cheeky Invade von Ivan. Da wurde gerade Jace gespottet auf der Minimap, auf dem Red-Buff, aber ich glaube, das war einfach nur ein Bug. Und wie wir sehen können, versucht Camille den Red-Buff zu protecten, während wir versuchen, den Red-Buff zu invaden. Dort unten geht wieder 4-Star Mexikaner ab. Und hier oben wird Rek'Sai gespottet. So, das heißt für uns als Midlaner schon mal folgende. Die Karte wird gesplittet. Das heißt, Rek'Sai wird jetzt hier sein, dann wird er da sein. Er wird diese Camps jetzt alle machen. Das heißt, Ivan wird jetzt hier unten logischerweise sein. Also sollten wir uns jetzt eigentlich ab jetzt immer Botside-Centric stellen. So. Kassadin kommt auch von Topside. Wir haben W-Level 1 geskillt, ganz normal eigentlich. Vor allem gegen Rek'Sai müssen wir aufpassen, dass wir nicht gegankt werden. Ivan mit einem cheesy Level 2-Gank. Geht jetzt seine Chickens machen. Die Crux sollten jetzt von Rek'Sai genommen worden sein. Ja. Rek'Sai mit einem ganz, ganz gewöhnlichen Cut der Karte. Mir ist gerade der Fachbegriff dafür entfallen, leider. Aber wir haben jetzt schon durch den Gank von Ivan auf Level 2 sehr schöne Pressure. Und das ist das, was ich gestern in der Analyse von Mordekaiser meinte, falls ihr sie gesehen habt. Wir pushen die Wave rein, das ist nice, das ist schön, das ist gut, das freut mich. Aber danach gehen wir weiter für Damage und wir traden und wir poken und wir harrison und so weiter und so fort. Hier, noch ein Auto-Attack auf ihn, noch ein Auto-Attack auf ihn, noch einen und noch einen. Kassadin hat jetzt eine W bekommen und drei Auto-Attacks, wovon einer ein Stack-Deck-Auto-Attack war. Weil wir gepusht haben. Und diese kleinen Vorteile, die sich diese, ja, sehr guten Spieler halt erhaschen, ist halt im Endeffekt auch das, was in die Lane gewinnt. Denn Kassadin, wie wir sehen, hat herbe Probleme hier. Wir werden jetzt von Rek'Sai gegankt. Wir warten, also der Plan war es, dass wir auf den Tunnel warten und dann rüber flashen. Aber Rek'Sai natürlich auch nicht blöd. Flasht direkt rüber, Kassadin hinterher, aber da kommt Ivan. Sehr schnelle und sehr gute Reaktion dort von Ivan. Und auch overall relativ solide gespielt von uns. Und das Minion, oh, das war aber 3 HP. Trotzdem, Kassadin stirbt. Wollen wir uns die Situation jetzt nochmal angucken. Und dann sehen, wie es gespielt wurde. Wir werden von hinten gegangen von Topseite, was wir natürlich auch vorher gesagt haben. Der Pot ist bereits am Ticken. Wir sind fast Level 3. Jetzt sind wir, ne warte, er ist jetzt Level 3. Wir warten. Jetzt flashen wir direkt mit dem Cannon Minion tot, sind wir Level 3, kriegen nochmal ein bisschen HP. Der Pot immer noch am Ticken. Haben wir Time of Tonic? Ja, wir haben Time of Tonic dabei. Deswegen auch sehr wichtig. Dann die Goldkarte auf Kassadin, weil Kassadin die größere Bedrohung ist als Rek'Sai gerade. Da Rek'Sai nur Nahkampf ist und nicht mehr an uns rankommt, Kassadin aber schon. Rein hypothetisch jedenfalls. Und wenn er in Slow Range kommt, sind wir tot. Deswegen die Goldkarte auf Kassadin dort sehr schlau gewesen. Dann der Poke hinterher. Rek'Sai mit dem Tunnel schafft es nicht, auf das Feld ranzukommen. Da wir unseren Time Warp Tonic am Laufen haben, wie bereits gesagt. Ja, und der Rest ist dann eine Geschichte, ne? Kassadin natürlich mit TP verliert jetzt nicht so viel.
Wir gehen für Daxil, um Corrupting Potion zu verstärken. Schuhe und Fairy Charm für mehr Mana Sustain of the Lane. Und wir lassen die Wave jetzt ein bisschen pushen. Denn wir wissen gerade nicht 100%, wo sich Rek'Sai befindet. Wir können es vielleicht erahnen, dass er sich jetzt wieder Botseite befindet. Und Vertical Jungling war der eine Begriff, den ich eben gesucht habe. Wir könnten vielleicht erahnen, dass sich jetzt Botseite befindet. Da wir jetzt nicht mehr dieses Vertical Jungling haben, sondern jedem sein eigener Jungle jetzt wieder gehört. Aber wir wissen es nicht 100%. Wie wir sehen, ist Rek'Sai auf genau der gegenüberliegenden Seite der Karte, die ich gerade gesagt habe. Aber ich meine, es war ja auch nur für eine 50-50 Chance, dass ich richtig liege, ne? So, dann sehen wir hier in der Mitte ein bisschen Trade, ein bisschen hin und her. Kassadin hat keinen Flash, er kann also nicht followen. Und Twisted Fate hat zwar den Inside Track, also Moment. Inside Track, ja, Worte Burak. Twisted Fate hält Kassadin auf. Das ist gut. Jetzt hat Twisted Fate den Inside-Track, weswegen Kassadin nicht mehr followen kann. Und er hat keinen Flash. Das ist eigentlich Turbo-Bad von Ivan gespielt. Er hätte entweder nach Dark halten sollen oder nach Dark halten sollen. Und Kassadin hätte dann eigentlich nichts machen können. Also, theoretisch gesehen. Vor allem hätte Ivan nach da oben gekitet. Da hätte TF Rek'Sai einfach aufhalten können. Und Kassadin wäre halt lost gewesen, ne? Jetzt wird Ivan geslowt von Kassadin. Deswegen kommt der Knockout durch und deswegen stirbt Ivan. Ist das Don Arts? Ich glaube, das ist... Doch, das ist Donny. Mann, ich habe den Namen jetzt erst gelesen. Hätte ich schon gefragt, wer sonst noch in Challenger Ivan spielt. Das macht alles Sinn. Okay. Ja, wir werden gegankt, aber nicht wirklich viel passiert. Sehr schön outplayed. Hier eine kleine Sache mit Twisted Fate. Er zieht die Goldcard. Er wirft sie in Rek'Sai während der Tunnelanimation. Rek'Sai kommt an ihrem Tunnelende an, ist gestunt, kann nicht noch kappen. Das war sehr schönes Input-Buffering. Da gibt's echt viele Pings gerade. So, Kassadin Level 6. Kassadin natürlich mit Combat Ulti, anders als unser Twisted Fate. Oh, und er tötet alle. Aber das ist ein 3-4-1 Trade, also gar nicht so bad gewesen. Rika entscheidet sich hier für Catalyst zu gehen. Hat jetzt Heal aufgrund von Unseen Spellbook. Und könnte jetzt egal wo eigentlich für einen Play gehen mit seiner Ult. Beziehungsweise mit seinem Heal halt jetzt healen. Verliert jetzt nicht wirklich was daraus. Kriegt nochmal ein bisschen Poke Damage raus. Not bad. So. Und das ist, was ich meine. Twisted Fate kriegt die Push-Prio in der Midlane. Und mit der Push-Prio ultet einfach in die Bot. Kassadin roamt jetzt hinterher, ist aber so spät erst da. Der Roam war jetzt vielleicht nicht so komplett erfolgreich. Aber es wurde ein Plating genommen, es wurde supported, es wurde unterstützt. Kassadin mittlerweile wieder Midlane gegangen. Jetzt wird Vayne getowerdived und Ivan bewegt sich jetzt nach den Chickens in die Mitte, um den Mid-Turret zu deffen. Overall also ein sehr solides Play von der gesamten Karte und das ist auch wichtig für euch Jungler, Leute. Wenn euer Midlaner irgendwo roamen ist und sie gerade Chickens oder Wölfe am machen, dann covert die Midlane hinterher. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, Camille kriegt erst Jace. Und Kassadin ist mittlerweile an einem Punkt, wo er, Twisted Fate, sollte Twisted Fate nicht aufpassen, hart aus dem Leben nimmt. Aber hier, sehr schön, es wird auf die Ult gewartet von Kassadin, dann kommt Ivan raus. Es wird aber nicht mit Nami gerechnet, also wird der Fight disengaged. Mittlerweile ist Twisted Fate zwar ein bisschen Gold behind, aber aufgrund der Platings und des Kills und des Assists und so und seiner Passiven ist Twisted Fate insgesamt immer noch sehr viel Gold behind. Okay, ich dachte, er hätte tatsächlich mehr Gold gehabt, aber anscheinend kann ich kein Mathe, aber das ist schon okay.
Hier auch wieder das Input-Buffering mit Rek'Sai. Rek'Sai misst seinen Knock-Up. Und ist dann halt Rippity-Pippity. Und hier, also, die haben so viel CC. Dieser Dreier-Squad in der Mitte gerade. Okay. Eine Sache, die ich erwähnen will, die mir noch sehr wichtig ist. Also, das war jetzt gerade ein bisschen awkward gespielt. Aber trotzdem, eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich möchte, dass ihr darauf achtet, wie viele Auto-Attacks Twisted Fate in der Lane Phase allein schon rausgeworfen hat. Und wie offensiv und aggressiv er mit seinem Range-Vorteil umgegangen ist. Wenn ihr also als Ranged Probleme gegen Minis habt, Pre-6 jedenfalls, ist es oftmals so, dass ihr euren Ranged-Vorteil nicht aktiv verwendet. Oder nicht genug. Vor allem auf Champions mit Auto-Attack-Modifiern. Wie Gnas W. Oder wie Twisted Fates E oder so. Sind Auto-Attack, oder Orianna passiv, sind Auto-Attacks sehr, sehr, sehr importante. Muy, muchos importante. So. Rika sucht gerade nach Öffnungen für Rones, aber da die Gegner gelandswaft haben, muss er die Wave jetzt akzeptieren. Und wie wir sehen, ist das eigentlich relativ gut für uns, weil die Gegner nichts rausbekommen und auf der Botseite der Karte Kassadin gerade gestorben ist. Yellow Card wird gezündet als Zoning Measure oder als Zoning Tool, Flash hinterher und dann ist die Vayne halt auch jeder. Die hat halt leider ADC gepickt und ist aus der Base rausgelaufen. Das ist halt einer der größten Fehler, die man machen kann. Und dann die Ult runter. Und wie wir sehen können, ist Rika zwar eine Menge CS behind, aber er hat trotzdem es geschafft, Kassadin in der Lane ziemlich gut zu shutdown, seine Roam-Timings zu suchen und zu setzen und für sein Team herumzuspielen. Er hat die Pressure unter dem Turret des Gegners stark ausgenutzt. Und er hat seine Utility, die er als Twisted Fate mitbringt, die Kassadin halt nicht hat, mit seinen Goldcards und so weiter, sehr effektiv verwendet. Es wirkt vielleicht nicht nach viel, was Rika gemacht hat, jetzt hier in der Landing Phase. Es wirkt vielleicht nach Standard Play. Aber Rika hat hier in der Landing, also Twisted Fate hat hier in der Landing Phase mit Spellbook, seinem Ranged-Vorteil und seiner konstanten, klugen Aggressivität es geschafft, praktisch Rek'Sai und Kassadin zu shutdown. Also natürlich zusammen mit Ivan. Ivan hat halt auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, ohne Frage. Aber er hat es praktisch geschafft, Rek'Sai und Kassadin zu shutdown. Und war eine sehr große Hilfe und Stütze für das Team. Und seine erste Ult, Twisted Fates erste Ult, war, ist eigentlich das Wichtigste. Wenn ihr einen Champion mit Global spielt, wie Shen, Twisted Fate, Pantheon, irgendwo auch Tahm Kench, I guess, oder Ryze, dann ist eure erste Ult eigentlich fast die wichtigste, weil das das größte Zeitfenster ist, was ihr habt. Weil ihr als Solo-Laner weit vor der Botlane Level 6 erreicht. Weit, weit vor der Botlane. Und dadurch könnt ihr die erste Ult natürlich super offensiv verwenden. So, Rika, also ganzes Red-Side-Team jetzt mit fast 2000 Gold in der Pocket. Aber schöner 3-Turret-Push, muss man sagen. So, dann wird Double-Buff abgegeben. Lich Bane wird gekauft. Und Twisted Fate ist eigentlich praktisch im One-Shot-Modus. Kassadin farmt sehr gut. Aber er ist halt trotzdem, ja, ein halbes Item ungefähr. Vielleicht ein Item behind, hinter Twisted Fate. Was natürlich anhand des Global Golds und der Assist und der Passiv und so mit einher spielt. Der Jace hat dann den Fehler gemacht, aus der Base rauszukommen auch. Und ja, jetzt wo Jace rausgepokt ist, auf der Bot-Seite sehen wir drei Leute. Midlane sehen wir eine Person. Ist Baron eigentlich komplett free? Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Baron-Call gewesen hier an der Stelle. Und ja.
Rika jetzt mit der... Ja, also... Da gibt's halt echt nicht mehr viel zu kommentieren oder zu analysieren. Rika zieht eine Goldkarte, Rika wirft eine Goldkarte, Gegner stirbt. Das ist praktisch die Analyse da... Oh, das war ein schöner Winkel. Das ist praktisch die Analyse dahinter gewesen gerade. Aufgrund der Tatsache, wie er halt im Early Game ahead gekommen ist. Also, Rika hat hier das Matchup sehr sauber gespielt. Er wurde zwar ein, zweimal gecatcht oder gegankt, nichtsdestotrotz hat er größtenteils eine kühle, kalkulierte Laning Phase gehabt, praktisch. Und wir sehen ja, wo uns das jetzt hingebracht hat, so. Jeder Roam, jeder TP, jede Ult, jedes Play fängt erst mit dem... Okay, Alter. Aber ich möchte, dass ihr seht, wie diese Goldcard gerade nach Timbuktu geflogen ist. Jeder Roam, jede Ult, jedes Play fängt mit der Laning Phase an. Egal, ob ihr jetzt Midlaner oder Toplaner oder sonst was seid, müsst immer zuerst an eurer Laning Phase arbeiten. Und es ist auch wichtig zu sehen, wie ihr in jedem Teamfight entweder Kassadin oder Vayne Lockdown so gut er kann. Weil er halt sehr viel safe CC hat. Ja, okay, das ist dann Game, ne? Okay. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich dachte mir, das ist ein ganz gutes Pendant zu dem, was wir gestern gemacht haben. Gestern hatten wir eine Community-Analyse, eine Analyse, wo der Mordekaiser nicht offensiv genug war, nicht genug gepusht hat, nicht aggressiv genug war. Und deswegen wollte ich heute hier mit einer Analyse rangehen, die wirklich so BAM, wisst ihr, so Schmackes hat. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen, liebe Freunde. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr Coaching haben wollt, guckt doch einfach in der Beschreibung nach. Vielen lieben Dank, meine lieben Freunde. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen. Bye, bye.